Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute kam ich nach der Arbeit nach Hause, habe mir durchs Gesicht gewaschen und mir dann gedacht, irgendwie habe ich Bock noch ein Video zu drehen. Und zwar habe ich hier ein Douglas und Sephora Mini Haul für dich und werde das ein oder andere Produkt dann auch direkt einfach mal in meinem Gesicht austesten. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich möchte auf jeden Fall darauf hinweisen, liebe Leute, sehr, sehr bald gibt es den Black Friday Sale. Also am 29.11. ist Black Friday, das ist immer der Freitag nach Thanksgiving und diese amerikanische Tradition ist jetzt schon seit einigen Jahren und jetzt immer mehr auch nach Deutschland gekommen und da möchte ich euch einfach mal so ein bisschen animieren, habt Augen und Ohren offen. Also da würde ich jetzt versuchen, vielleicht jetzt noch so ein bisschen ein paar Tage, dass man sich im Zaum reißt, wenn man unbedingt ein bestimmtes Produkt haben möchte, denn mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird es im Black Friday Sale sein und dann vielleicht günstiger sein. Ich habe zwei Bestellungen gemacht am Singles Day. Das waren, der Singles Day ist auch irgendwie sowas Amerikanisches. Fragt mich nicht, wo das herkommt. Bei Sephora gab es derbe Prozente und es gab so eine Goodie Bag mit dabei. Das ist die hier, die gucken wir uns nachher mal an. Und bei Douglas gab es auch so Rabattaktionen und eine Gratis-Dabei-Aktion. Ich teile sowas immer auf Instagram. Folgt mir am besten dort, dann verpasst du solche Aktionen nicht, denn ich poste das immer. Meine Freude möchte ich teilen und das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Und so mock wie das. Es gibt auch noch eine kleine, aber feine Verlosung. Ich kann dir das auch schon mal zeigen, was es zu gewinnen gibt. Ich bin ein Kaffee-Junkie, das wisst ihr. Ich bin ein herzlicher Mensch, meistens. Und deswegen gibt es von iHeart Revolution die Coffee-Palette. Fand ich super witzig. Die sieht unfassbar geil aus. Also, ne, das ist so 3D und man kann es halt anpacken und so. Das ist ziemlich cool. Und die Töne sind halt wirklich komplett alles so nudige, tragbare Töne, schimmernde Töne, matte Töne, großer Spiegel mit dabei. Also da schreibt man ganz laut, hallo, hier bin ich, wenn man ein Fangirl ist, so wie ich. Aber ich reiße mich zusammen, denn hier in diesem Haul befinden sich auch schon wieder drei Paletten. Also hey, was soll's, ne? Genau, ja, diese Palette ist auf jeden Fall in der Verlosung dieses Videos mit dabei. Dann starten wir doch einfach mal jetzt mit dieser Goodie Bag von Sephora. Einfach mal mit dem Geilsten direkt anfangen. Da haben wir das erste Produkt drin, was ich gleich auch direkt mal aufgeben werde. Und zwar von der Sephora Eigenmarke The Primer Mask. Das ist eine Maske, die als Primer fingieren, agieren soll, wie auch immer. Mit Feuchtigkeit versorgen, aufhellen, einen Blurring-Effekt machen, also weichzeichnen, ausgleichen und das Make-up entsprechend, primermäßig sitzt. Die setze ich mir jetzt direkt einfach mal auf. Sie riecht sehr angenehm cremig, ist so rosa und getränkt mit einer milchigen Flüssigkeit und die kommt jetzt aufs Gesicht. So, okay. Während die Maske jetzt ganze 3 Minuten auf meinem Gesicht sein darf, packe ich jetzt weiter einfach mal die Tüte aus. Das ist eigentlich ganz süß, ne? Mit diesem Jutebeutelchen gemacht, den kannst du auch gut weiterverwenden, da sage ich nichts zu. Dann hättest du hier noch von Patchology, genau. Flash Patch Illuminating Eye Gels. Also das sind so Augen, Unteraugen Pads, die damit in der Goodie Bag drin waren. Dann habe ich, das werde ich vielleicht gleich benutzen können, von Benefit ein Love Tint. 2 ml sind hier enthalten. Für Lippen und für Wangen ist das so ein Stain. Um nachher alles wieder runterzuholen, habe ich hier von Sephora ein Waterproof Eye Make-up Remover. 50 ml sind hier enthalten und das ist so ein Zwei-Phasen-Ding. Also das sieht man, ne? Unten hast du die blaue Phase, oben hast du die, ich denke, ölige Phase, die durchsichtige. Dann hätte ich hier noch einen weiteren Primer mit dabei und zwar von Too Faced, den Mattifying Soft Focused Finish Primer. Da sind 5 ml enthalten. Jo, ne? Es ist aus der Sweet Peach-Reihe. Hätte ich jetzt gesagt Princed and Peachy. Primed and Peachy, okay. So, weiterhin haben wir hier drin von Believe in Truth oder Belief 10 ml True Cream Moisturizing Bomb. Das ist diese hier. Das ist dann eine ganz normale Feuchtigkeitsgesichtscreme. Finde ich auch ganz interessant, dass du so Pflegeprodukte mit dabei hast. Okay, ja. Ne? Dann haben wir noch 2 Produkte hier drin. Einmal von Make-up Forever Excessive Lash. Das sind 2,5 ml von der Mascara Volume Saison. Arresting Volume Mascara. Ja, ich denke, die werde ich gleich mal austesten, oder? Macht auf jeden Fall Sinn. Make-up Forever hatte ich jetzt, glaube ich, auch noch nicht so wirklich was von. Und hier habe ich von Sephora, okay, Rouge Luck
Das ist einfach ein Lippenstift von Sephora. Der ist relativ teuer, so wie ich das in Erinnerung habe. Und das ist halt so ein klassisches Rot. Da habe ich jetzt ja einige von. Das heißt, den werde ich dann demnächst tatsächlich mal irgendwie verlosen oder anderweitig weitergeben. Wobei dieses Rot nicht so ein Weihnachtsrot ist, sondern halt wirklich so ein... Ja, geht eher ins bräunliche Rot. So, ich wollte gerade was holzig sagen oder so, aber das funktioniert ja auch nicht. Okay, ja, das ist auf jeden Fall die Make-up-Bag und ja, die Maske war jetzt tatsächlich 3 Minuten drauf. Die kann ich dann gleich mal direkt runternehmen. Also so eine Maske nur 3 Minuten drauf zu haben, finde ich jetzt auch echt ein bisschen wenig so, ne? Aber gut, ja, man soll sie jetzt runternehmen können. Das tue ich jetzt auch. Wow. Ja, sie hinterlässt auf jeden Fall Kram auf dem Gesicht. Ich gehe meistens dann mit der Maske noch einmal so drüber, damit man halt dieses Produkt auf das Gesicht noch drauf bekommt und entsprechend verteilen kann. Normalerweise würde ich jetzt auch mit der Maske noch so meinen Hals entlang gehen, aber ich habe so viel Krams im Gesicht und da ich dann nachher noch Make-up auftragen möchte, werde ich das nach unten hin verteilen. Also da ist noch ziemlich viel drin und es fühlt sich so an, als hätte sich quasi die Feuchtigkeit in dieser Maske eher vermehrt, als dass sie quasi weniger geworden wäre. Das heißt, es ist jetzt nicht so ins Gesicht eingezogen oder so. Sehr interessant. So, die Maske ist jetzt entsprechend eingearbeitet und einigermaßen eingezogen. Ein bisschen was ist noch tatsächlich drauf, aber das kriege ich jetzt nicht weiter. Ich hoffe, dass sie nicht krümelt, weil ich habe immer das Problem, dass wenn ich zu viel Produkt verwende, dass es dann irgendwann krümelt, ne? Sei es bei Gesichtscreme oder sei es bei Primer. Aber wenn ich jetzt so grob drüber gehe, es krümelt jetzt so nicht. Ich hoffe, es bleibt so. Ja, genau. Hydratisiert? Ja. Illuminisiert? Ja, Blurring-Effekt würde ich jetzt auch ein bisschen ja sagen. Also ich finde das eigentlich ganz geil, so wie es aussieht, ne? Also das Ergebnis vom Primer gefällt mir ganz gut. Ich mache jetzt so einen kleinen Schwenk mal kurz zum Douglas Hall, denn da gab es eine Probe mit dabei. Und wenn ich... Nee, ich lasse es... Ich lasse es erstmal einziehen. Dann kann ich dir ein bisschen noch was zeigen. Und zwar habe ich hier auch noch von Sephora mir geholt. Frosted Party, Tasse... Surprise, also das ist quasi einfach eine niedliche, eine unfassbar niedliche Pinguintasse. Ich denke, ich werde sie auch für mich selber behalten. Und da drin sind halt so Badesterne, die werde ich natürlich verschenken. Aber die Tasse, das ist eine Pinguintasse. Ich feiere die so doll. Und die kannst du auch 1A mit zur Arbeit nehmen. Dann, ich zeige erstmal doch ein bisschen was aus dem Haul hier. Dann habe ich hier nämlich noch so ein Pinselset. Stalactite Brush Set. Das musste sein, weil guckt euch an, wie wunderschön das ist. Da hast du einen Puderpinsel, einen ganz normalen, so einen Blushpinsel mit dabei, einen Foundationpinsel und einen Lidschattenauftragepinsel. Hier hast du halt so einen ganz normalen Puderpinsel. Es ist nicht die höchste Qualität, ne? Also hier stehen auch schon ein paar Härchen ab, aber man kann ihn gut verwenden. Dann hast du hier diese, Glitzer, Glitzer, Glamour, Glamour. Sieht hübsch aus. Dann haben wir hier den Engelbrush, den werden wir auch gleich verwenden. Der Foundationpinsel, der sieht ganz interessant aus, wenn ich ihn mal hier rauskriegen würde. Der ist nämlich so dreieckig und ganz interessant geformt. Also auch so ein bisschen, ne, nach vorne so abgeflacht. Ich weiß nicht, also damit werde ich gleich auch die Foundation auftragen. Und dann halt ein Lidschattenpinsel, das ist halt, ein recht simpler Pinsel. Kann man aber gut gebrauchen, ne? Jetzt mache ich nämlich kurz den Schwenk zu meinem Douglas Hall, weil da gab es eine Foundation-Probe mit dabei, die Estee Lauder Double Wear. Ich weiß nicht, welche Farbe das ist, das werden wir gleich sehen. Oh, 4CI Outdoor Beige. Mal gucken. Die Foundation gebe ich mir dann mal auf meinen Handrücken. Sehr geil. Sehr flüssig, sehr dunkel. Riecht sehr angenehm. Ja, dann nehme ich jetzt mal den Foundation-Pinsel und trage mir die Foundation, die wahrscheinlich 5 Nuancen zu dunkel sein wird, auf. Ich kann mich nicht im Display angucken, weil ich mich dann einfach nicht ernst nehmen kann. Ich denke, wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, sie in meiner Farbe zu testen, werde ich das auf jeden Fall mal machen. Aber jetzt testen wir das Abschminkprodukt. Ich habe tatsächlich letztens in so einem Trash-Paket diese Maxi-Wattepads mit drin gehabt. Die habe ich jetzt hier einfach liegen. Die verwende ich auch einfach. Und normalerweise verwende ich meine Norville-Abschminkpads. Die habe ich aber jetzt gerade nicht hier. Die befinden sich auch aktuell alle in der Wäsche. Ich nehme jetzt hier ein Pad, dann nehme ich hier das Abschminkprodukt. Das ist noch zu. Das machen wir auf. Dann gebe ich mir das hier auf das Pad. Es kommt sehr wenig hier raus, ne? Also man muss schon ordentlich shakern, um das rauszukriegen. Nehme diese viel zu rote Farbe aus meinem Gesicht. Ist jetzt schade um den Primer, ne? Also um die Primer-Maske. Das ärgert mich auch ein bisschen, aber ich hätte nicht gedacht, dass die Farbe so rot ist. Herzlichen Glückwunsch, ich habe wieder meine reguläre Hautfarbe zurück.
Normalerweise müsste man natürlich sein Gesicht jetzt nochmal reinigen und waschen, weil das Abschminkprodukt hinterlässt einen Ölfilm auf der Haut. Aber da ich jetzt nach diesem Video tatsächlich sowieso duschen gehe, kann ich jetzt einfach weitermachen. Also wie gesagt, das ist ein solides Produkt. Werde ich auf jeden Fall weiterverwenden, aber eher zum Augen-Make-up entfernen, weil hier steht ja auch Augen-Make-up-Entferner. Aber es nimmt dann auch meine Foundation runter. Ist okay, ne? Juti, dann nehme ich jetzt mal den anderen Primer hier von Too Faced, den Primed and Peachy Primer. Oh ja, der ist silikonig, definitiv. Riecht leicht peachig, leicht nach Pfirsich, sehr angenehm. Und der zieht jetzt mega schnell ein. Zack. Ne? Da kannst du jetzt nichts zu sagen. Das ging jetzt echt dermaßen schnell. Und das ist halt richtig genau das Gegenteil von dem, was wir eben hatten. Das ist jetzt ein richtig krass mattierender Primer. Das hat er auch gemacht, auch wenn in der Kamera die ganze Partie hier immer noch sehr luminös bei mir aussieht. Es ist mattiert, aber gleichzeitig noch so Highlighter-Effekt. Ich weiß nicht, gesunder Hauteffekt. Nennen wir es einfach mal so. Und ja, ne? Gefällt mir. Ja, ich verwende jetzt mal eine ganz andere Foundation, weil ich jetzt keine Foundation-Probe oder so mehr da habe. Das ist hier von Max Factor, die Whipped Cream Foundation in der Farbe 50 Natural. Zum Setten benutze ich jetzt ja hier diesen Puderpinsel, der hier mit dabei ist. Dann nehme ich hier von Too Faced ein Puder und gehe damit einfach, ein loses Puder, ne, und gehe damit ganz einfach über mein Gesicht. Boah, der ist unheimlich fluffig. Da merkst du kaum, dass du dir irgendwas aufträgst. Ist jetzt kein Pinsel, der mich vom Hocker haut, um das mal so zu sagen, weil er halt sehr fluffig ist und ich irgendwie gar nicht das Gefühl habe, dass ich das Produkt auf meine Haut bringe, sondern vielmehr, dass es im Pinsel bleibt. Ich weiß es nicht. So, ich habe jetzt einmal geschwind auch mal die Augenbrauen gemacht, um da noch so ein bisschen auch Leben in meinem Gesicht zu haben. Ich habe mir dann noch von Tarte geholt die Hamptons Weekender Palette. Das ist ein Blush, ein Bronzer und ein Highlighter. Und es gab tatsächlich auf bei Sephora.de zu dem Zeitpunkt, wo ich bestellt habe, 20% auf Paletten, also auch auf diese hier. Und dann halt noch die Goodie Bag mit dabei. Kannst du nicht nein sagen, oder? Ja, musste einfach sein und ich mag die Tarte Blushes total gerne. Und so schaut sie aus. Die ist wirklich unfassbar süß. Hat dann hier Blush, Bronzer und Highlighter drin. Und irgendwie riecht das sehr, sehr süß hier raus. Die Töne sehen auch soweit ganz vielversprechend aus. Ich nehme für alles einfach den gleichen Pinsel, das heißt diesen abgeschrägten Pinsel. Da gehe ich dann einmal erstmal vorsichtig in den Bronzer rein. Ja, so ein bisschen einklopfen und gebe mir das dann auf mein Gesicht. Der sieht ganz gut aus, ne? Das gefällt mir. Ich finde ja normalerweise in Paletten diese länglichen Fännchenformen furchtbar. Die mag ich nicht so gerne. Aber bei dieser Palette finde ich das eigentlich ganz gut, weil du kannst ja so mit dem Pinsel einmal durchgehen und das dann entsprechend abklopfen und auf das Gesicht auftragen. Also das funktioniert dann doch schon wieder sehr gut. Dann gebe ich mir jetzt einmal den Blush auf. Ja, auch der ist sehr zart, sehr angenehm von der Farbe, sehr natürlich. Lässt sich aber auch definitiv aufbauen, das muss ich sagen, ne? Also du kannst dir da auch einen schönen derberen Blush mitsetzen. Aber das lässt sich schön verblenden. Geht schön in den Bronzer über und auch in die Base an sich. Also das verschmilzt ganz gut und mag ich gerne leiden. Hat einen ganz leichten Schimmer mit drin, aber ich weiß nicht, ob das jetzt vom Blush kommt, weil der ist sehr matt im Fännchen. Ich glaube nicht, dass es von dem Blush kommt. Ich glaube, es kommt wirklich noch von dem Primer und von der Foundation durch, wobei der Primer auch matt war. Keine Ahnung, wo das jetzt auf einmal herkommt, dass ich hier glänze. Doch. Also Blush und Bronzer sind schon mal eine coole Nummer und lassen mich auf jeden Fall frisch aussehen, machen mein Teint echt angenehm. Natürlich ja, man sieht, dass ich was drauf habe, weil ich jetzt auch sehr dick das Ganze aufgetragen habe, damit man das halt auch in der Kamera richtig ordentlich sehen kann. Aber ja, ich mag die Farbe allein vom Farbton her. Also dieses Rosenholzfarbene von dem Blush finde ich sehr angenehm. Und dieses leicht aschige vom Bronzer finde ich auch sehr, sehr schön. Und jetzt schauen wir uns den Highlighter auch mal an. Auch den trage ich jetzt. Ich mache den Pinsel gerade nicht sauber. Ich gehe jetzt einfach immer wieder in die anderen Farben rein. Ich bin so, dass wenn ich mich schminke, gebe ich das meistens eben genau so auf. Und auch der Highlighter, ne? Das ist wieder so ein zartes Tönchen. Es ist nicht zu extrem. Ich habe jetzt hier einen nassen, gesunden Glow auf der Gesichtshaut, auf der Haut im Gesicht. Und es gefällt mir. Ja. Ich finde übrigens, dass auch dieser Blushpinsel sehr weich ist. Du kannst damit halt flächig arbeiten und dezent Produkt verteilen. Aber ich denke, so richtig
Kabuff kannst du damit nicht erreichen, aber ich finde ihn schön. Also für Blush, Bronzer, Highlighter, vor allem Blush und Bronzer, finde ich ihn sehr, sehr angenehm. Ja, schöne Palette, wird auf jeden Fall weiterhin verwendet werden. In meinem Douglas Haul habe ich ein Gratis-Produkt dazu bekommen, weil ich einen Code eingegeben habe. Das ist hier von Wunder 2, Prime and Behold Professional Primer for Color Cosmetics. Also das ist einfach ein Lidschattenprimer. Und den möchte ich mir jetzt doch einfach mal direkt auf meine Augenlider auftragen. Der sieht sehr holographisch aus, was ich extrem interessant finde. Aber ich weiß nicht, ob es die Verpackung oder auch das Produkt ist. Nee, es ist auch das Produkt tatsächlich. Ja gut, kommt das jetzt... Oh Gott! Warum bist du nur so heftig? Das verteile ich mir jetzt mal mit diesem flachen Pinsel aus dem Sephora Pinselset. Der ist sehr zähflüssig und lässt sich schlecht verteilen. Boah, wenn ich jetzt so mit dem Finger auch drüber gehe, das ist richtig trocken. Wir gucken mal, ob der, aber der scheint jetzt, weiß ich nicht. Wie scheinst du denn zu sein, liebe Base? Trocken? Nicht klebrig, also sie fühlt sich wirklich einfach nur trocken an. Sie glitzert, also als hätte ich mir jetzt so ein Mono aufgegeben, ne? Ich habe ja in diesem Haul 3 Lidschattenpaletten. Da habe ich einmal hier von Tarte dieses Set. High Performance... Nein. Wie heißt du denn? Lidschattenpalette? Weiß ich noch nicht. Das ist auf jeden Fall dieses Set. Da ist eine Mascara drin, eine Lidschattenpalette und ein Eyeliner. Oh mein Gott, diese Tasche ist wunderschön. Das sind so Pailletten drauf und dann ist es so Gold von außen. Oh, so, so schön. Oh mein Gott. Hä? Ah doch. Dann hast du Winter Wonder Glam heißt das. Ah, siehst du wohl. So schaut die Palette aus. Ich denke auch, dass ich die gleich verwenden werde. Da hast du dann hier oben die Mascara, dann hast du hier den Eyeliner mit dabei. Hier hast du einen richtig geilen Pinsel. Das ist nämlich ein Blenderpinsel und so ein Smudgerpinsel. Mit Magnetverschluss. Und dann habe ich mir bei Douglas doch, habe ich geteilt, ne, dieses Anastasia-Set. Da bin ich so stolz drauf, also und auch so froh drüber. Ich habe das bei Instagram geschickt bekommen und das dann auch direkt selber gepostet. Ja, das ist einfach glitzernd und da sind 2 Paletten in diesem Schächtelchen drin. Und das hat nur 47 Euro oder so gekostet, der Wahnsinn. Da hast du einmal, und ich besitze sie nun endlich, ich bin da ein bisschen stolz drauf, es tut mir leid, dass ich das so sage, aber ne, die Modern Renaissance Palette, ich habe sie so gerne immer haben wollen und jetzt habe ich sie. Ja, ne, die kennt man eigentlich und ich werde sie verwenden, ich werde sie sowas von verwenden. Alle schwärmen davon, alle sagen, wie geil die sein soll. Und jetzt habe ich sie hier und ich werde sie hegen und pflegen und da ist dieses Schächtelchen total gut, weil du hast ja diese Samtverpackung von den Lidschattenpaletten und hier unten drin hast du die Soft Glam Palette drin. Oh, wieder dieses schöne Samt. Meine Herren, das ist ja wundervoll. Genau. Oh, ist die schön. Das sind so richtige tragbare Alltagstöne, ne? Da kann man sich richtig... Die kannst du dir im Prinzip in deinen Schminkschrank legen und jeden Tag verwenden. Und machst nichts falsch mit. Hast direkt einen Pinsel mit dabei. Läuft. Also, Hammer, oder? Wie geil das aussieht. Und alleine eine kostet normalerweise ja irgendwie 55 Euro und dann dieses Set für 47 Euro. Krass, oder? Freue ich mich sehr drüber. So, dann versuchen wir uns jetzt mal an der Winter Wonder Glam Palette von Tarte. Boah, die ist auch so schön, ne? Ich glaube, das ist halt eine von diesen Christmas LEs und ja, das ist diese hier, die sieht echt schön aus. Die Farben haben leider keinen Namen. Das ist ein bisschen schade. Ich sette mein Lid mit dieser Farbe hier und nehme dafür die Blenderpinselseite und hoffe einfach mal, dass dieses Holo, was ich auf meinem Auge habe, so ein bisschen abgeschwächt wird. Ich nehme dieses dunkle Blau und setze das außen hin bei mir. Das scheint auch matt zu sein. Oh mein Gott, das ist... Oh mein Gott. Hast du... Oh mein Gott, ganz viel Pigment. Ganz viel Pigment. Wohin damit? Wohin mit dem Pigment? Ich bin da ein bisschen zu doll gerade reingegangen und es liegt einfach auf diesem Pinsel. Ja, es ist wohl da, ne? Da kannst du nichts zu sagen. Ich hole dich sowieso mal ein bisschen näher ran. Was soll das hier? Ja, du hast schon hier gut was auf dem Auge drauf, ne? Es ist bei weitem nicht so krass, wie es hier im Pfännchen aussieht, aber... Du kriegst was aufs Auge, so ist das nicht. Ich habe jetzt hier mal so ein bisschen vor, so eine Art Halo-Eye so ein bisschen zu schminken. Deswegen habe ich mir das jetzt hier auf dem Auge mal so aufgegeben. Mit diesem Senf-Goldton werde ich das jetzt einfach mal ausblenden. Klar, wenn du auf Blau
etwas Gelbes oder Goldenes gibst, dann wird es leicht grünlich. Das ist Farbenlehre. Und wenn ich jetzt hier mit dem Blendepinsel so drüber gehe, werden die Übergänge schon ausgeblendet, aber ich merke schon, dass ich dieses Blau extrem ausblende. Also, ne, das wird sehr abgeschwächt. Man sieht es direkt. Also das Pigment ist nicht, also die Farbe ist bei weitem nicht so sehr pigmentiert, wie ich das jetzt erwartet hätte im Fännchen. Vom Fännchen her. Irgendwie so. Es ließ sich aber schon ausblenden. Also da kann man natürlich nichts zu sagen. Du hast hier aber in der Lidfalte an Falte an Farbintensität ordentlich verloren. Das heißt, ja, da muss man echt sich drauf einstellen, dass da die Farbe, wenn man sie ausblendet, sehr krass verschwindet. Ne? Also, Da dies hier auch versprach, das Glitzerpigment entsprechend zu halten, werde ich mir auch von Wunder 2 das als Cut Crease jetzt mal setzen, als Cut Crease Primer. Das ist viel zu trocken, das Produkt. Das ist sehr, sehr komisch. Du kriegst es einfach nicht hier aus dieser Verpackung raus. Bin jetzt mal mit dem Pinsel direkt da so an den Eingang gegangen. Dann kriege ich wenigstens Produkt. Gruselig. Also dieses Wunder 2 Dingenskirchen ist bei mir, ich würde mal sagen, durchgefallen. Das funktioniert irgendwie nicht wirklich. Auf jeden Fall möchte ich mir ganz gerne tatsächlich diesen Ton jetzt auf mein bewegliches Lid geben. Wünscht mir Glück. Das geht definitiv besser mit dem Finger. Das sieht schon sehr, sehr aufregend aus, finde ich. Natürlich möchte ich hier in dem Innenwinkel auch noch eine etwas, hellere Farbe aufgeben. Dann nehme ich diesen schimmernden Ton hier oben. Auch das wieder sehr, sehr weich und sanft gepresst. Es krümelt gefühlt alles echt krass runter. Aber das hast du bei Schimmersachen eigentlich immer. Ist nur bei Blau sehr schwierig, weil wenn du Blau krümeln hast, dann hast du irgendwann blaues Auge. Also bei dieser Palette tatsächlich erst die Augen, dann die Base. Und da ich gerade so wild mit dabei bin, gebe ich mir auch diesen Rosenholzton am unteren Wimpernkranz auf. Da ich aber noch blaue Farbe auf diesem Smudger hatte, wird die auch so ein bisschen lila. Also ich ziehe mir auch von oben hier ein bisschen blau runter. Das sieht irgendwie schon ganz interessant aus. Und mit diesem ganz dunklen Ton hier unten vertiefe ich einfach meinen äußeren Augenwinkel einmal ein bisschen. Ganz, ganz leicht. Da bin ich nur zweimal reingedippt und habe das jetzt nur einmal so ein bisschen hier eingegeben, einfach um noch eine kleine Tiefe reinzukriegen. Das ist auf jeden Fall mal, blau, ne? Du hast aber auch die Möglichkeit, mit dieser Palette einfach einen ganz natürlichen Look zu schminken. Dann nimmst du dir hier einfach diesen dunkelbraunen Ton und setzt ihn dir in die Lidfalte. Achtung, Pigment. Mit der Smudger-Seite kannst du dir den auch direkt schon mal an den unteren Wimpernkranz geben und damit dein Auge entsprechend so ein bisschen umranden. Mit der Smudger-Seite nehme ich diese Farbe auf und gebe sie mir außen an mein bewegliches Lid. Mit dem Finger funktioniert es deutlich besser. Und dann wieder mit der Blende-Seite einblenden. Jetzt gehe ich direkt auch wieder mit dem Finger in diese Farbe und gebe die in meinen Innenwinkel. Natürlich könnte man jetzt auch den Pinsel ansprühen, aber nö. Und die Farbe nehme ich mit meinem Finger auf und gebe sie mir auf mein Zentrum. Mit der Farbe von eben vertiefe ich nochmal meine Lidfalte. Das ist der etwas dezentere Look und das ist der etwas kräftigere Look. So, jetzt setze ich mir noch hier ein Augenbrauen-Highlight mit der Farbe, die ich eben auch für die Mitte genommen habe. Und auch mein Innenwinkel-Highlight. Welche Art von Look magst du lieber? So paradiesvogelmäßig oder eher ins Natürliche? Schreib mir das mal gerne unten in die Kommentare. Ohne Eyeliner geht bei mir nichts. Und da habe ich hier jetzt auch einen mit in der Palette drin. Das ist so ein Stift-Eyeliner, der so zum Rausdrehen ist. Ja, der Eyeliner ist okay, aber er haut mich jetzt nicht von der Socken. Das ist halt ein ganz normaler, ne, so ein Rausdreh-Vieh-Gedöns-Eyeliner. Das ist jetzt keiner, den ich gerne mag. So, dann haben wir hier auch noch eine Mascara mit dabei. Die möchte ich eigentlich auch testen, weil jetzt habe ich das Set schon in Test und nehme ich die auch noch mit. Die Lights Camera Lashes 4-in-1 Mascara. Auch wieder hier die von Tarte. Die hat ein
Ein angenehm riechendes Kunsthaarbürstchen, würde ich jetzt mal so sagen. So sieht sie jetzt in der ersten Schicht aus. Sehr dezent. Sie trennt die Wimpern ganz schön, aber macht auch nicht viel. Also sie färbt die Wimpern jetzt nicht extrem ein und sie gibt jetzt nicht viel Volumen oder so, aber ich trage eh meistens drei Schichten auf. Die zweite Schicht ist schon wieder ein bisschen vielversprechender. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Kabäm drauf. Es bildet sich so langsam, vor allem an diesem Auge sieht man das, ein gewisser Schwung. Aber es ist bei weitem noch nicht das Ergebnis, was ich haben möchte, wenn ich meine Wimpern tusche. Also bei dem eher bräunlichen Look würde mir das tatsächlich jetzt auch schon reichen. Bei dem blauen Look brauche ich definitiv mehr Kabäm. Ich denke, dass diese Mascara dann bei mir eher ungeeignet dafür ist, weil ich trage ja nicht wirklich künstliche Wimpern. Das erreiche ich lieber mit einer ganz normalen Mascara. Ich mache jetzt noch mal eine vierte Schicht drüber, was bei mir eigentlich echt unüblich ist. Aber wir gucken mal, wie sich das dann verhält. Ja, also das ist jetzt tatsächlich mit vier Schichten. Bei dem blauen Look siehst du immer noch nicht wirklich meine Wimpern, was ich sehr schade finde. Da habe ich definitiv Mascaren, die das erreichen, die auch bei so einem dunklen Augenlook meine Wimpern halt zum Strahlen bringen, um das mal so zu sagen. Ja, aber naja, kann man machen, muss man aber nicht. Die Mascara ist für mich nicht so unbedingt etwas. Um das Ganze mal so zu komplettieren, mache ich mir mal eben noch ein bisschen was auf die Lippen drauf, weil es zu beiden Seiten passt, nehme ich mal so ein Nude, was ich jetzt mit so einem Gold ein bisschen toppe. So, dann komme ich mal zu meinem Fazit, was so diese Lidschattenpalette angeht, okay? Ja, also um einen wundervollen, bräunlichen, erdigen Look zu schminken, wie ich den auf dieser Seite habe, finde ich sie klasse. Also ne, das ist halt wirklich meine Komfortzone. So schminke ich mich oft. Das mag ich unheimlich gerne. Wenn ich aber etwas mehr in diese Farbkonstellation greifen möchte, wonach diese Palette ja schreit, ganz offensichtlich, ne? Also sie bietet es an mit den verschiedenen Schimmerpigmenten und verschiedenen Farben und so weiter. Sieht es nicht so optimal aus. Also ich kann mich jetzt nicht perfekt schminken, das möchte ich jetzt ja auch nicht sagen, ne? Das ist einfach so. Aber ich finde jetzt so, für jemanden, der sich schon ein wenig mit Make-up auskennt und die ein oder andere Palette besitzt und auch gerne verwendet, ist selbst die nicht so einfach. Also es sieht okay aus, also ich könnte es auch auf beiden Augen tragen und damit entsprechend rausgehen, finde aber mich mehr zu so einem Look hingezogen und dann brauche ich so eine Palette nicht, ne? Schwierig, wirklich schwierig. Dennoch vom Design her, von der Qualität her, insgesamt finde ich die echt nicht verkehrt und die kann man sich anschauen, wenn man da Bock drauf hat. Und vielleicht wird sie auch mit einem anderen Lidschattenprimer ein bisschen anders performen. Die Mascara und den Eyeliner hätten sie nicht unbedingt reinpacken müssen. Ich habe sie, wie gesagt, bei Sephora für 20% günstiger bekommen. Ich werde sie auch weiter verwenden. Ja, aber wahrscheinlich eher, um solche Looks zu schminken und weniger, um solche Looks zu schminken. So, ich denke, in meinem Haul habe ich jetzt alles soweit gezeigt, was ich gekauft habe. Ich habe die Palette komplett reviewed, würde ich mal so sagen. Da habe ich doch einiges draus nehmen können. Das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich in einem Video zwei verschiedene Looks geschminkt habe. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat jetzt tatsächlich auch 2 Stunden gedauert bei mir, das Ganze zu filmen. Und ich hoffe, es hat sich gelohnt. Und ja, du freust dich daran. Wenn dem so ist, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Da würde ich mich nämlich wirklich drüber freuen. Ja, denk an die Verlosung. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox drin. Und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!